Hallo meine lieben Freunde und Zuseher und solche, die es noch werden möchten. Schön, dass du hier mit dabei bist bei diesem Video. Das Augenlicht, ja, das Augenlicht ist unglaublich wichtig. Da wird mir wohl ein jeder von euch zustimmen. Zumindest für Menschen, die eben sehend sind und nicht blind auf die Welt gekommen sind. Hier hatte ich mal eine wunderbare, schöne Erfahrung, ein wunderbares Erlebnis mit einem bekannten Österreicher, der von Babytagen an blind ist und der bei mir vor einigen Jahren eben für 3 Tage gewohnt hat und für den es ganz, ganz normal ist, eben nichts zu sehen. Dafür sind aber seine anderen Sinnesorgane wesentlich besser ausgeprägt als eben die von den sogenannten Sehenden. In diesem Video geht es jetzt jedoch nicht um blinde Menschen oder um Blindheit per se, sondern es geht in diesem Video um die sogenannte Makuladegeneration. Was das genau ist, warum sie auftritt, wieso auch du mit gesunden Augen vorbeugend sein solltest und was du dagegen tun kannst, das erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, die Makula ist der zentralste Punkt und das schärfste Sehen in unserem Auge. Und die Makula wird auch der gelbe Fleck genannt. Um die 5,5 Millionen Menschen sind so nach meiner Rechnung im deutschsprachigen Raum an einer Makuladegeneration erkrankt. Also das ist eine ziemliche Menge. Bei der Makuladegeneration sterben Netzhautzellen ab, was sich in den verschiedensten Störungen zeigen kann, wie zum Beispiel, dass Teile eines Bildes einfach nicht mehr sichtbar sind, wie das zum Beispiel bei einem Wort sein kann, dass bei einem Wort plötzlich ein oder mehrere Buchstaben fehlen oder man bei einem Bild oder auch bei einem Menschen irgendetwas anderes wie den linken Arm, den rechten Daumen oder den linken Fuß oder was auch immer einfach nicht mehr sehen kann, weil dieser Teil der Netzhaut hier einfach gestört ist. Ganz wichtig ist natürlich zu wissen, was hat die Makuladegeneration für Ursachen. Da ja grundsätzlich Fehlversorgungen von wichtigen Nähr- und Vitalstoffen im Auge sowie der Abtransport bzw. eben die Ansammlungen von Schlackenstoffen im Auge für Sehstörungen verantwortlich sind, ist es wohl auch mit der Makuladegeneration so, dass eben ein Mangel an Vitalstoffen und der Abtransport von Schlacken im Bereich der Netzhaut Hauptursache für die Makuladegeneration ist. Natürlich spielen auch hier freie Radikale eine ganz große Rolle, welche eben Netzhautzellen zerstören können. Gleichzeitig hat man aber auch festgestellt, dass Menschen mit Makuladegeneration mangelhaft mit den dann weiter unten nochmal besprochenen und beschriebenen Vitalstoffen Lutein und Zeaxanthin versorgt sind. Hier ist natürlich schon mal ein Tipp vorweg, was man eben gegen die Makula auch tun sollte, sich eben mit diesen Radikalfängern Lutein und Zeaxanthin über Nahrungsergänzungsmittel zu versorgen. Das mal nur so am Rande. Die nächste Frage ist aber auch, wer ist besonders anfällig für diese Degeneration? Grundsätzlich natürlich klassische Risikogruppen wie eben Diabetiker, Menschen, welche auch dafür sorgen, dass ihre Durchblutung wie durch Rauchen, durch Alkoholkonsum, durch die falsche Ernährung einfach gestört wird. Auch ein zu hoher Blutdruck, Herz-Kreislauf-Probleme, eben auch Vitalstoffmangel, Mangel eben auch an Radikalfängern wie eben Lutein, Zeaxanthin und anderen können einfach Ursachen für eine Makuladegeneration sein. Hier können natürlich die verschiedensten Ursachen wie eine zu geringe Vitalstoffaufnahme im Darm eben auch Ursachen sein oder eben auch die Bioverfügbarkeit der Produkte, ja, wenn diese nicht gegeben ist. Ernährung, wie schon gesagt, und im Allgemeinen sowieso natürlich auch die Umwelteinflüsse von außerhalb, das ist schon klar. Fehlende körperliche Bewegung auch noch zu nennen, also das ist schon wichtig, sich jeden Tag zu bewegen, über die Stiegen raufzugehen oder vielleicht eine halbe Stunde zu joggen, zu walken, was auch immer. Ja, bezüglich Ernährung gibt es Studien, die ein 35-prozentiges geringeres Risiko aufweisen, wenn man sich zum Beispiel mediterran ernährt, ja? Oder bei Studien, wo man eben den Früchte-Obstverzehr ums Wesentliche gesteigert hat, gab es noch deutlichere Verbesserungen. Also hier, wo man einfach dafür gesorgt hat, dass man viel mehr Antioxidantien in den Körper hineinbekommen kann. Ja, wir brauchen eben, wie gesagt, Antioxidantien, um eben freie Radikale, um mit diesen
umgehen zu können, diese abzuwehren. Aus meiner Sicht ist fürs erste OPC damit das, was ich mal als erstes nehme, damit eben die Nährstoffe, damit hier die Blutgefäße sauber sind, in Ordnung sind, damit eben die Nährstoffe eben dahin kommen können, in diesem Falle eben ins Auge, damit da mal diese vorhanden sind. Wie eben Vitamin A, weiter eben auch ein perfekter Radikalfänger und Vitalstofflieferant eben wie Astaxanthin. Dieses Astaxanthin geht eben auch durch die Gehirnblutschranke und natürlich kommt es dann auch im Auge an. Also das ist wunderbar. Eben wie schon genannt OPC oder eben auch MPC. MPC ist eben das monomere Proanthocyanidin und wie vorher schon genannt Lutein und Zeaxanthin sowie eben auch die Klassiker Vitamin C, E, Beta-Carotin, eben die Vorstufe von Vitamin A, hier mal einfach die wichtigsten zu nennen. Was natürlich auch wichtiger Teil der Therapie sein sollte, ist die Augen natürlich zu schonen. Ja, stundenlang ist vor dem PC, vor dem Fernseher, vor dem Handy zu sitzen, immer von der gleichen Entfernung auf irgendwas zu schauen, ist einfach schlecht. Ja, das ist einfach nicht gesund. Also hier natürlich viele, viele Pausen einlegen, die Augen auch mal in die Ferne hinausschweifen lassen. Ja, das stärkt und schärft natürlich unser Sehen. Ja, da gibt es noch eine weitere Art der Makuladegeneration, eben bei der selten feuchten Makuladegeneration, bei der sich eben Blutgefäße bilden, wo sie hier im Augenbereich eben nicht hingehören. Diese werden in der Schulmedizin eben, diese Medikamente, die eben auch für die Krebstherapie verwendet werden und aus meiner Sicht beim Auge hier in dem Falle nichts zu suchen haben. Also meine Lieben, vorbeugen und rechtzeitig etwas tun ist sowieso immer das Gebot der Stunde. Also nicht darauf warten, bis irgendwas ist. Das ist sowieso das Wichtigste, hier vorbeugend auf seine Gesundheit sowieso immer zu schauen. In dem Sinne, meine Lieben, lasst mir einen oder mehrere Daumen hoch da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare hinunter, abonniert natürlich den Kanal und drückt auf die Glocke, damit du natürlich über jedes neue Video informiert wirst. Ja, ansonsten, meine Lieben, bleibt oder werdet gesund, weil das ist sowieso das Wichtigste. Ich habe euch lieb, euer Geo. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, tschüss und Servus.